Aber wir bräuchten halt auch. Induction Matrix ist fertig, juhu. So ein Schiff, ne? Ob wir das mit dem Kompass finden? Wir brauchen übrigens kaum Essen mehr, ne? Nicht Nature, sondern den Structure. Hier. Ship. Shipwreck. End. Okay. Können wir hinfliegen, dann schauen wir, ob wir solche Schulkaffeecher finden. Damit wir nämlich die nächsten Miniaturherzen machen könnten, war die Idee, ne? Oder ist meine Idee, ich darf nur nicht zu schnell sein, sonst generieren wir wieder mal zu viel Terrain. Was? Ah. Okay. City Map. Eine End-City suchen wir. Ja, das stimmt. Bewegt sich da was? Nein, dann nach Norden. Nope, nach Westen. Nicht auf die Map. Ich sehe hier auf jeden Fall eine End-City. Zumindest so ein Ding, wo Schulker drinnen sind. Habt ihr denn gehört? Ich schon. So, ich hätte ein paar von denen brauchen. Drei noch. Ich habe noch einen Erbrechen gehört. Hier müsste auch irgendwo vielleicht eine Elytra zu finden sein. Einen bräuchte man noch. Den gibt es jetzt hier natürlich nicht, ne? Was ist denn das da drüben für ein Riesendings hier unten? Oh, da ist noch einer. Danke. Chests gibt es einige, aber ich kenne mich eh nicht aus, was gut wäre. Compressed Eisen wäre vielleicht gut. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit können wir nämlich einen Seed machen und können dann ein bisschen das Zeug umgehen von Pneumaticraft. Wir werden trotzdem allerhand brauchen, aber wir werden auf jeden Fall weniger brauchen.
So, die Induction Cell. Wie spät ist es denn schon? Ach du Schande. Ja. Ich sollte die Aufnahme dann langsam aber sicher beenden. Für heute. Brauchen wir hier oben eine Anlage, die wir so zum Spaß nutzen können. Wenn wir zum Beispiel jetzt die mit den Shulker Models das machen wollen. Ich glaube, das könnte gut hinhauen. So, da müssen wir den Logistiktransporter anstecken. Perfekt. Fünf von denen schaffen wir schon. Wo ist denn Immunity? Cool. Ganz vergessen, dass wir den haben. Und blauen Hardkanister. Block of Netherite ist jetzt nicht, wer weiß wie teuer, ne? Wo kommen die her? Vom Warden. Okay. Interessant. Vielleicht wäre es eh an der Zeit, ich habe jetzt noch viel gecraftet. Vielleicht wäre es eh an der Zeit, den Warden mal auch einen Besuch abzustatten und uns mal okay, passt schon. Cool. Und auch von dem mal ein Dings zu holen, ne? Das machen wir jetzt heute noch und dann war es das für heute. Jetzt ist nur die Frage, haben wir hier nicht irgendwo ein Deep Dark gehabt? Übrigens, anscheinend gibt es im Deep Dark sogar noch eine Dimension, das wusste ich gar nicht.
welche Höhle. Okay. Dann. Nee. Dann brauchen wir den anderen. Man müsste darüber irgendwo eins sein. Unser Erler erstes All Demodium gefunden haben. Aha, lol. 500 Blöcke noch. Genau, das war hier irgendwo. Sagen, da ist der Eingang. Yep. Mal einen Wegpunkt machen. Husch. Sehen das Brennen wieder. Haben wir nicht? Night Vision haben wir ja auf N. Ich weiß nicht mehr, wie man die triggern am besten. Ja, gut. Die waren mal schwierig zu kriegen, ne? So, zwei. Schatz können wir nämlich auch irgendwas brauchen. Cool. Drei noch. Beziehungsweise gleich Nummer zwei. Da ist der. Ja. Er juckt mich ja gar nicht, ne? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ah. Gut, auf Wiedersehen.
Super, wir haben immer noch die Soundeffekte. Und wir haben quasi schon alle Herzen, die wir brauchen, ne? Craften. Grüne haben wir noch genug. Gelbe, rote glaube ich auch. Und dann gibt es nur mehr die, ne? Soul Heart Kanister, keine Ahnung, was die machen. Sugar Shells. Natürlich ein wenig. Dann haben wir das Maximale, was wir an Zusatzherzen haben können, ne? Ahaha. 40 Zusatzherzen, ne? Was ich mir letztens dachte, hier müssten wir irgendwo sehen, wie lange wir schon spielen, glaube ich. Fünf Tage. Fünf ganze Tage. Düm, 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 düm. Relativ teuer auch. Wie viele Schulkredinge haben wir denn noch? Okay. Sollte also reichen für die restlichen. Wir brauchen nur noch ein paar blaue Herzen. Und sobald wir die haben, wären wir es für heute. Wobei, da kommt nur eins pro Prediction raus, glaube ich, ne? Vielleicht lasse ich es auch gut sein. Ich sollte es nämlich noch relativ schnell schneiden. Damit es ins Render kann. Bis morgen, ne? Und dann hochladen und so weiter. Wir haben auf jeden Fall einiges an Episoden zusammengebracht. Das freut mich natürlich sehr. Ich werde natürlich bis morgen früh wieder sehr wenig Schlaf zusammenbringen, aber das ist ja auch nichts Neues. Ich überlege gerade, ob wir die Kollegen hier extracten lassen sollen. Weil, warum nicht, ne? Ein wenig. Ja, ist aber auch schwierig, weil ja. Können den Importbus filtern. Ja. Die darf er zum Beispiel importieren. Da braucht man Kabel. Yep, sehr schön, dann importiert er die zumindest schon mal. Können wir dann die andere auch noch. Aber das heißt, ich kann das in Ruhe
werkeln lassen. Ich habe mir die blauen Herzen mal aufgeschrieben. Es fehlen ja eh nur mehr 5 dann. Night Vision können wir wieder abschalten auch, ne? Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Mal schauen, was uns dann erwartet. Ich gehe davon aus, dass sie wieder ein paar Tage hin sein wird. Und ich wieder keinen Plan haben werde. Also machen, abgesehen davon, was ich mir schon aufgeschrieben habe. Genau. Dann schauen wir noch hier kurz, ob hier schon gut reduziert wurde. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir da schon ordentlich reduziert. Sind wieder ein paar Orange auch, ne? Oh, wir haben auch immerhin alles importiert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir haben alles an Endstone abgearbeitet. Ja. Yep. Cool. Wie viele haben wir von denen? 101, okay. Ich habe noch keinen Plan, wie viele wir brauchen werden. Hier kommt auf jeden Fall einiges an Items zusammen, ja. Ich schalte hier mal ab. Und wir sehen uns dann in der... Ja, hier kommt noch eins raus. In der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ordemods 9. Wie zu erwarten ist die Aufnahme der letzte ein wenig her. Wir haben genug Wartezeit jetzt, glaube ich. Ich habe also, ja, wie zu erwarten, nicht mehr ganz den Plan, was der Plan war. Ich glaube, wir wollten noch blaue Herzen machen, da haben wir noch 5 gebraucht oder so. Haben wir uns halt mal 6 in dem Fall. Ich habe auch nicht ewig Zeit zum Aufnehmen, aber ich glaube, es passt heute ganz gut. Wo ist denn hier? Ja, 5. Hoppsa. Blaue Knister. Haben wir alles. Sehr schön. Dann habe ich mir das mit den Eisenfurnaces nochmal angeschaut. Die sollten wir, denke ich, hoppsa, wirklich eventuell hier hinstopfen. Vielleicht sollte man vor allem auch die Rezepte ein wenig anpassen, dass sie nicht ein Glas gemacht wird, sondern irgendwie eine ganze Partie, ne? So, wir hatten ja hier den Diamond Furnace. Emerald. Obsidian. Netherite. Ordemodium Blöcke. Ups, einen zu viel genutzt, auch egal. Vibranium. Von denen, die sind nämlich angeblich noch mal schneller. Hammer hätten wir wahrscheinlich hier irgendwo im Ordemodium Carrot. Cool. Was haben wir da bekommen? Mining Gadget. Cool. Brauchen wir nicht. an Obtainium. Nope. Auf U muss ich drücken.
Genau, und das war's jetzt mal hier. Und dann brauche ich von Iron Furnace ist das Factory Upgrade. Und mit diesem sollte man den Kollegen upgraden können, dass er Dings benutzt. So, jetzt ist Smelting. Einmal raus, einmal rein. Autosplit on. So. Input, Output, Auto, Output on. Ja, genau. Okay, und jetzt machen wir mal Glas oder so. Vielleicht doch nicht ganz so viel machen sollen. Oh ja, das dürfte auf jeden Fall schneller gehen als die Smelting Factory. Cool. Nice, kann ich auch das von der Liste schmeißen. Dann, wir sind heute übrigens wieder mal eine ganz andere Playlist, nämlich Synthwave. Genau. Ein Antimeter haben wir schon, da fällt mir ein, wir hüpfen jetzt übrigens mal schnell in den Cheyenne Mountain rüber. Ja, okay, laufen beide. Ne? Das hat mir das letzte Mal nach dem Pack-Update, dass ja alles aus war. Hier sind wir vor. Wahrscheinlich ist es gerade Nacht, so viel Glück, wie wir wieder mal haben. So hätte ich nicht gedacht. Ja. Dann geht natürlich nichts. Jedes Mal das Gleiche, ne? Und jetzt sollte hier ja. Ganz langsam, ne? Wir brauchen echt gleich noch größere Reaktoren irgendwann. Okay, ich sollte wahrscheinlich auch mal das ganze Zeug hier ein wenig besser zusammenschreiben. Wie hat's denn hier mit dem Cyanide aus? Wie schaut's denn aus damit? So muss ich sagen. Sehr gut, läuft. Denn wir haben ja da jetzt was automatisiert, wer sich erinnert, mit der Hyperbox, ne? Und steht der Kollege da eigentlich rum? Weiß auch keiner. Was ich mir dachte, wir hatten ja noch einige Seeds, die lasse ich jetzt mal noch offen. Wir sollten dann den Bow machen. Ich will aber eigentlich Richtung Time in a Bottle gehen, ne? Dafür braucht man Honig. Und den habe ich mir natürlich nicht hergelegt, um zum Beispiel eben solche die Simulation Chambers hier einfach zu beschleunigen, wenn wir irgendwas brauchen. Ne? Und wir können, also das hier sollte kein Problem zum Craften sein, das sind die Dings-Upgrades von Mystical Agriculture, das sehe ich kein Problem. Haben wir vielleicht sogar welche? Haben wir nicht. Aber gut, hätte man welche haben können. Bottle of Enchanting sollte kein Problem sein. Das teuerste oder das, was wir noch nicht haben, ist hier die Honigblöcke. Ne? So, jetzt ist es aber so, dass da die Möglichkeit gibt, mit dem Combiner von Alchemistry, ich habe keinen Plan. Oh, wir haben sogar. Haben sogar welchen Honig. Okay, da braucht